Hallo, liebe Bastelfreunde. Heute baue ich mit euch diesen Adventskalender. Was es mit diesem Adventskalender auf sich hat und was das für Röllchen hier sind, das erkläre ich später im Video. Viel Spaß! Ja, für den Adventskalender brauche ich natürlich auch Vorlagen. Die Vorlagen, die stammen aus der aktuellen Feinschnitt Kreativ Winter 2020. Ich habe die ein bisschen modifiziert. Das heißt, ich habe sie einmal ein bisschen vergrößert, so ungefähr 20% größer sind die geworden. Und ich habe bei einem Motiv ein Loch mehr reingemacht, damit ich auf 24 Türchen oder auf 24 Löcher komme, die ich für einen Adventskalender brauche. Ja, wie gesagt, die Vorlagen habe ich insoweit geändert, dass ich sie ein bisschen vergrößert habe und hier diese Lochreihen ein bisschen abgewandelt habe, indem ich es ein bisschen größer gemacht habe und die Löcher nicht ganz in der Mitte, sondern ein bisschen nach unten versetzt, sodass ich auch noch die Zahlen für die Adventskalendertürchen drüber schreiben kann. Ja, und die Vorlagen, die schneide ich jetzt aus und bringe die auf das 6 mm Pappelsperrholz hier auf und dann können wir sie auch schon aussägen. Ja, die einzelnen Elemente von meinem Adventskalender, die habe ich jetzt ausgesägt, geschliffen und auch schon beschriftet. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, einfach das handschriftlich zu machen. Man hätte es jetzt lasern können oder sonst irgendwie, aber ich habe mir gedacht, mache ich mal noch eine persönliche Note und beschrifte das einfach handschriftlich. Ich habe auch einfach nur einen Bleistift genommen, nicht irgendeinen Filzstift oder sowas. Weil dieses Pappelholz ist dann doch sehr faserig und mit Filzstift, das verläuft dann. Deswegen habe ich einfach einen Bleistift genommen. Das ist an der Stelle eigentlich ganz gut geworden. Ja, könnte ein bisschen kräftiger sein, die Farbe, aber für mich reicht das. Beziehungsweise ich behaupte jetzt einfach, das ist gut genug. Was kommt jetzt noch? Ja, jetzt muss ich das Ganze irgendwie, das kann man hier nicht einfach so aufstellen, beziehungsweise könnte man schon, eigentlich, ja, könnte man schon, aber ich will dann noch eine Bodenplatte machen und das Ganze ein bisschen verzieren und das machen wir jetzt noch. Thank you.
Ja, jetzt sind die Teile hier auf dem Brett montiert. Ich habe hier einfach Schaschlikstäbchen genommen. Ich hoffe, dass das stabil genug ist, aber so viel muss es ja nicht halten. Ja, wie ihr gesehen habt, eine Rückwand habe ich auch schon montiert und einfach mit Geschenkpapier, mit Weihnachtsgeschenkpapier beklebt. Das sollte auch ausreichend sein. Jetzt geht es dran an diese ominösen Röllchen hier, die ich ganz am Anfang schon erwähnt habe. Warum ist das jetzt ein anderer Adventskalender als sonst? Es sind keine Süßigkeiten drin, sondern ich habe mir Bibelverse ausgesucht. Und zwar Bibelverse passend zum Advent. Ja, wo kriegt man solche Bibelverse her? Nun, ich war einfach auf dem Bibelserver. Dort gibt man als Tag Advent ein und dann bekommt man passende Bibelsprüche zum Advent ausgegeben. Die muss man sich dann nur noch rauskopieren und kann damit solche Schildchen machen. Wenn ihr keine Bibelverse nehmen wollt, hier kann man auch einfach Gutscheine oder irgendwas einrollen. Geht genauso gut. Aber ich habe jetzt Bibelverse, die schneide ich mir jetzt noch aus und stecke sie da rein. Zum Schluss dekoriere ich das Ganze noch ein bisschen aus und dann sollte der Adventskalender auch schon fertig sein. Ja, wie schon gesagt, ich habe das Ding jetzt noch ein bisschen ausdekoriert, nur ein bisschen sparsam, nicht übertrieben, also ein bisschen weihnachtliche Deko aus dem Weihnachtsschmuckfundus, ein paar Kiefernzapfen, die ich mal gefunden habe, noch so ein bisschen Islandmoos, was ich noch da hatte, das war es auch schon. Jetzt ist mein Adventskalender fertig. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.